Servus. Ich habe hier heute Zulu Retro. Das Spiel des Jahres 2007 ist ein Spiel von Michael Schacht. Und ja, mit dem seine Spiele kennt, der weiß, da sind immer gute Familienspiele im Grunde genommen. Mit, sag ich mal, relativ eingängigen Regeln, einsteigerfreundlich. Zulu Retro deshalb jetzt so spät, weil jetzt demnächst auch Zulu Retro Boss rezensiert werden soll. Und von daher stelle ich jetzt dieses Spiel auch nochmal kurz vor, dass ihr ein bisschen Einblick bekommt, wisst, wie es funktioniert, damit man dann bei der anderen Rezension, Zulu Retro Boss, auch weiß, wie das Grundspiel funktioniert und worauf das überhaupt aufbaut. Okay, wir gucken da jetzt einfach mal rein und ja, vielleicht kennt ihr auch jemand noch nicht. So, kommen wir zur Spielvorbereitung. Jeder Spieler erhält hier so ein Zooplättchen, Tableau, und da ist genau ein Stall drauf. Jeder hat das gleiche, die gleichen Gehege, hier ein 4er, ein 5er, ein 6er Gehege, das ist die Kapazität der Gehege. Und man hat hier dann noch solche Bauplätze für Snackbuden. Jeder bekommt auch noch so eine Wiese, die kann man später zum Gehege ausbauen und dann so freischalten, indem man es umdreht. Im Zweispielermodus oder in der Zweispielervariante bekommt jeder Spieler zwei solche Wiesen. Okay, dann hat man hier Wägen. Auf den Wägen kommen eben die Tiere an oder was es eben sonst noch hier in Plättchenform gibt. Insgesamt hat man nämlich hier 8 Tiersorten. Die liegen hier, Panda, Elefant, Zebra, Leopard, was es alles so gibt. Und ja, je nach Spielezahl muss man das jetzt anpassen. Hat man 5 Spieler, bleiben alle Tierarten ja, im Spiel und auch alle Wägen. Hat man aber jetzt nur 4, muss ein Wagen weg und eine Tierart, meinetwegen jetzt die Flamingos. Hat man 3, kommt eben noch eine zweite Tierart weg und der zweite Wagen. Ja, und im Zweispielermodus kommt jetzt diesmal kein Wagen weg, dafür noch eine Tierart, also 3 muss man dann aussortieren. Und mit der ausgesortierten Tierart muss man dann hier Felder der Wägen blockieren. Das ist bei dem anderen Spiel von 3 bis 5 Spielern eben nicht so. Das heißt, die Wägen haben jetzt unterschiedliche Kapazitäten auch. Aber zurück zum 5-Spieler-Spiel. Ich lege jetzt gleich mal so rein. So. Ja. Also hier kommen jetzt praktisch im 5-Spieler-Spiel alle Plättchen, die es so gibt, hier in diesen Sack hinein. Und dann kann es im Endeffekt schon losgehen. Man muss dann noch 15 der Plättchen ziehen, rauslegen. Habe ich schon mal vorbereitet hier. Macht mein Stapel 15, dann kommt dieser rote Stein drauf. Ist praktisch der Schlussstapel. Der läutet das Ende des gesamten Spiels dann ein. Jetzt wird gespielt und zwar in Runden. Jeder hat nochmal so 2 Silbermünzen Startkapital. Und jetzt kann sich der erste Spieler, wie auch alle anderen Spieler auch, entscheiden, es wird immer reihum umgespielt, welche Aktion er machen möchte. Er kann zwischen 3 Aktionen wählen. Erstens mal darf er hier aus dem Sack ein Plättchen ziehen und legen. Der nächste Spieler zieht meinetwegen auch wieder und legt und so weiter. Der nächste wieder. So, jetzt kann ich hier schon entscheiden, mache ich dieses etwas attraktiver, weil 2 Flamingos drin sind, oder setze ich es lieber da rein. Das ist dann ganz im Ermessen der Spieler. Man kommt da schon mit der Zeit dahinter, was da so wenig taktisch auch klug ist. So, und das wird jetzt so nach und nach gefüllt. Es kommen zum Beispiel auch Budenplättchen rein oder so Geldschipplättchen. Hier haben wir eins, die kommen da so rein. Okay, das ist die erste Aktion. Die zweite Aktion ist, dass ich sozusagen komplett aus der Runde aussteige, mir sozusagen einen Wagen nehmen, der mir am attraktivsten erscheint. Dafür bin ich jetzt komplett raus aus der Runde. Ich darf weder Geldaktionen machen, noch darf ich ein Plättchen aus dem Beutel ziehen, noch darf ich einen weiteren Wagen nehmen. Habe ich den, ist wirklich für mich Ende der Runde. Ich kann dann eigentlich nur noch meine Tiere oder meine Plättchen hier im Zoo einordnen. Die anderen spielen einfach so lange weiter, bis alle Wägen vergeben sind. Haben natürlich noch mehr Möglichkeiten wie ich dann. Dafür habe ich genau das, was ich vielleicht im Endeffekt wollte. So, wie mache ich das jetzt? Ich setze jetzt praktisch die Tiere hier in die Gehege. Jetzt darf ich aber nur in jedes Gehege nur eine Tierart reinsetzen. Also der Affe zum Flamingo geht nicht. Entweder nur Affen oder nur Flamingos. Kann ich hier mal so reinsetzen. Dann gibt es auch noch andere Plättchen. Neben den normalen, das sind geschlechtsreife Tiere. Hier haben wir ein weibliches, hier ein männliches. Und angenommen, ich nehme die so. So, angenommen, hier liegen schon 2 Elefanten und ich setze jetzt neben dem weiblichen Geschlechtsreifen auch noch einen männlichen rein. Dann zeugen die ein Baby und das ist wie ein normaler Chip. Der macht jetzt hier zum Beispiel das Gehege voll. Ist das Gehege schon voll, muss ich ihn irgendwo anders im Zoo unterbringen, ob es jetzt im Stall ist oder in einem anderen Gehege. Okay, das dazu zu den Dingern. Nehme ich jetzt so ein
so eine Snackbude, da muss ich die einfach auf einen der Bauplätze hier legen. Und ja, der liegt dann da bis zum Ende des Spiels. Ja, dann kommen wir noch zu den Geldaktionen. Und zwar darf ich beispielsweise, ah ne, eins habe ich noch vergessen, kann man eine Tierart jetzt nicht mehr unterbringen, muss die in den Stall, da ist sie schlecht, denn da bringt sie am Ende Minuspunkte bei der Wertung. Wie das genau gewertet wird, später noch. So, und jetzt kommt es zu den Geldaktionen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier mir ein Zusatzgehege kaufen. Für 3 Gold oder 3 Silber könnte ich mir das hier ausbauen und dazulegen. Dann darf ich für 1 Silber mir ein Plättchen versetzen. Beispielsweise, ich habe das jetzt gebaut, setze ich das Zebra hier rein. Was ich auch noch machen kann, ich tausche eine Tierart mit einer anderen. Das muss aber dann auch wirklich passend sein. Ich kann keine 5 Elefanten in ein Vierergehege reintauschen. Das geht nicht. Oder ich zahle ein Gold an den gegnerischen Spieler, wenn der in seinem Stall ein Tier hat, und 1 an die Bank und darf mir dann ein Tier aus seinem Stall klauen. Der kann sich dagegen nicht wehren, kriegt aber 1 Silber als Ausgleich dafür. Oder, das am Ende vielleicht noch wichtig, könnte ich für 2 Silber ein Plättchen, meinetwegen das im Stall, würde mir Minuspunkte bringen, komplett abgeben. Ist dann sehr teuer, aber das Geld zählt am Endeffekt jetzt am Ende nichts mehr, außer als Tiebreaker. So kann man dann am Ende vielleicht noch mal ein paar Punkte rausholen. Ja, das war im Endeffekt schon alles. So, was bringt mir jetzt das, dass ich hier Gehege voll mache? Hier zum Beispiel bekomme ich jetzt 1 Silber sofort und am Ende der Runde, am Ende des Spiels, zählen diese schwarzen Ziffern hier. Die geben praktisch an, wie viele Punkte ich bekomme, wenn das Gehege voll ist. Das ist die große Zahl zu Beginn. Hier zum Beispiel die 5, hier die 8, hier die 10. Und die zweite Zahl deutet an, wie viel man bekommt, wenn nur ein Plättchen fehlt. Fehlt mehr als ein Plättchen, bekommt man zunächst keine Punkte. Außer man hat hier zum Beispiel eine dieser Buden gebaut, dann kriegt man trotzdem pro Plättchen nochmal einen Punkt dazu. So, angenommen hier die Elefanten. Werden voll, dann kriege ich hier einen Chip zusätzlich. Jetzt kann ich in der nächsten Runde meinetwegen, wenn ich wieder am Zug bin, eine Geldaktion machen, die Elefanten hier rüber tauschen mit den Flamingos. Jetzt habe ich hier schon wieder 4 Elefanten drin, brauche nur noch einen. Wenn ich den voll mache, kriege ich wieder 2 Silber. Und das ist eine Möglichkeit, eine taktische Möglichkeit, die man nicht verachten sollte. So kommt man also auch ein bisschen zu Geld. Man kann die dann auch runtertauschen, man kann auch beliebig mit dem Stall tauschen, man darf nur nicht mit einem leeren Gehege tauschen. Also tauschen ist wirklich, man muss 2 Tierarten tauschen. Sonst wäre dieser Vorteil einfach zu stark. Und nachdem jetzt viele Runden gespielt sind, kommt es letztendlich zur Wertung. Also so könnte das jetzt beispielsweise aussehen. Ich habe hier ein paar Tiere im Stall, auch so ein Wagen liegt hier im Stall, weil ich den nicht mehr untergebracht habe. Und jetzt muss ich eben gucken, wie viele Punkte habe ich. Also dieses Gehege hier, da sind wirklich alle, sag ich mal, fehlt nur 1, da kriege ich hier 4 Punkte. Hätte ich dieses, würde ich 2 Punkte kriegen, weil ja zumindest hier eine der Snackbuden nebendran steht. Wären die nicht da, würde ich 0 Punkte bekommen. Dann zum Beispiel die Affen hier würden auch 5 Punkte nochmal geben, die Zebras hier auch nochmal 5, hätte ich 1 mehr, würde ich schon 9 bekommen und diese Elefanten sind voll, da gibt es 10 Punkte für. So, und jetzt habe ich aber vorhin schon erwähnt, dass es auch Minuspunkte gibt und zwar für jede Sorte von Snackbude oder Stand, die es so gibt, minus 2 Punkte, habe ich 2 gleiche beispielsweise hier drin, sind es auch nur 2. Oder für jede Tierart minus 2 Punkte, das heißt, für den Panda gibt es minus 2 und für die kompletten Kängurus gibt es minus 2. Also da werden jetzt nicht minus 6 rechnen, sondern wirklich nur minus 2. Also es ist gar nicht schlimm, wenn man von einer Tierart dann mehrere drin hat, denn es werden ja nur minus 2 gewertet. Ja, letztendlich zählt man dann die Punkte zusammen. Das Spiel endet ja genau dann, wenn praktisch dieser Sack hier leer ist und der angefangen wurde. Dann wird noch die Runde zu Ende gespielt und das Spiel endet. Einer macht die meisten Punkte, freut sich und gewinnt, hat den besten Zoo aufgebaut, war der beste Zoo-Manager. Ja, und geht siegreich aus dieser Partie hervor. Ja, Zoo Loredo musste als Spiel des Jahres auch ja ziemlich heftige Kritik einstecken. Gerade von vielen Spielern wurde es ziemlich gerügt. Ich denke einfach aufgrund der Glückslastigkeit und dass da, hier hat man Glück beim Kärtchen ziehen, auch weiß man nicht, was hier in diesem Endstapel drin ist, ob die Karte, die ich habe, überhaupt kommt, also man kann das auch nicht ausrechnen. Dann auch dieses Push-Your-Luck-Element, also dieses Risikoabschätzelement hier mit drin, wo man nicht genau weiß, kriege ich jetzt überhaupt das, was hier jetzt liegt und was ich gern hätte.
Und ja, das ist halt so ja, ein bisschen unwägbar zum Teil. Ich glaube auch manchmal ist die Kritik etwas unberechtigt und zwar wegen dem Geld. Also sie sagen, oh, man hat kein Geld und man kommt nie an Geld ran und es ist einfach zu wenig da. Ich meine, es stimmt, Geld ist knapp, gerade bei 4 und 5 Spielern. Aber ich glaube, viele haben das Spiel auch noch nicht richtig verstanden. Denn durch dieses Tauschen hier, durch diese Geldaktion Tauschen, kann man dann doch noch einiges Geld rausholen. Und zum Beispiel hier von einer in Zweiergehege reintauschen, hole ich mal dann zwei Münzen ab, habe ich eine Münze gut gemacht. Und ich glaube, viele vernachlässigen dieses Tauschelement, dass man da auch noch einiges bewegen kann, auch mit dem Stall tauschen und so weiter. Zum Beispiel ein komplettes Gehege, wenn es voll ist, reintauschen und zwei einzelne wieder raustauschen, das geht auch. Also wer sich das nicht kapiert hat, der findet das Spiel natürlich dann auch doof. Und so ist es aber nicht. Also man kann da schon trotzdem einiges machen. Auch hier kann man sich halt ein bisschen auf die Spielpläne der anderen Spieler schauen. Was braucht ihr gerade? Wie dringend braucht ihr das? Und müsst ihr das unbedingt haben? Und wenn ja, muss ich es mir halt gleich nehmen. Und nicht erst noch eine Runde warten, bis dann noch was liegt oder ja, und der nimmt mir es dann vor der Nase weg. Also da muss ich halt auch ein bisschen nachdenken. Was braucht der andere Spieler gerade? Ja, und bei den Geldaktionen geht es ganz genauso. Also wenn alle voll sind, brauche ich keine Geldaktion mehr machen, weil dann wird garantiert einer den Wagen nehmen, den ich gerade brauche. Das muss ich halt am Anfang der Runde ein bisschen machen. Das kann ich auch so ein bisschen als Verzögerungstaktik spielen. Wenn ich gerade jetzt kein Blättchen ziehen will, sage ich, oh, ich mache schnell meine Geldaktion und warte praktisch eine Runde, bis ich wieder am Zug bin und dann kann ich sehe schon etwas mehr. Also da muss man halt auch ein bisschen, ja, schon ein bisschen überlegen auch. Und das ist ja auch, sag ich mal, das Grundelement dieses Spiels hier. Neben dem Legen, Bauen und Tauschen. Ja, dann, also für mich ist spielerisch eigentlich jetzt nicht schlecht und ich finde jetzt auch keine Krux dabei oder irgendwas, was überhaupt nicht funktionieren würde. Bis auf halt, dass man echt wenig Geld hat und man immer gern mehr machen würde, als man eigentlich kann. Aber ist immer ehrlich, es gibt viele Spiele, wo das so ist und da wird es ja auch nicht kritisiert. Ja, dann hier das Material finde ich cool, schon mal hier diese Übersicht über die Geldaktionen, da muss man sich nicht alle fünf merken, was die jetzt kosten, sondern oder was es überhaupt gibt. Das ist am Anfang vielleicht etwas zu viel für den einen oder anderen, da kann er da einfach nochmal nachlesen. Ist klein in Handel, stabil, finde ich gut. Auch die ganzen Plättchen sind stabil, die Platten hier, die Zooplatten, auch von der Aufmachung her finde ich es echt schön. Die Tierarten sind auch ganz nett ausgewählt. Ich meine, mit den neuen Erweiterungen gibt es ja auch noch mehr, muss man ja sagen. Ja, dann auch diese Plättchen, ist ja wichtig, dass die beim Ausstanzen nicht einreißen. Bei mir ist es nur bei einem passiert, aber ich glaube, da war ich auch wegen selber schuld. Ansonsten lösen sie sich echt leicht raus. Dann haben wir hier so Holzchips, finde ich auch gut, dass das keine Pappdinger sind, sondern echtes Holz. Das macht dann auch viel mehr Spaß, hier was zu zahlen. ja, auch die Packung, da passt alles rein und ist auch die Größe, finde ich, auch wirklich gerechtfertigt bei dem Spiel. Auch die Wägen hier, dass die aus Holz sind, mit so Abtrennungen zwischendrin, das ist schön. Klar, man hat jetzt nicht das Gefühl, das ist hier jetzt wirklich ein Wagen oder ein Laster oder so, wo die Tiere ankommen. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können, aber sonst ist das Thema einfach super umgesetzt. Auch in der Spielanleitung sind nochmal zu den Tierarten so kleine Beschreibungen dabei, wo man sich ein bisschen informieren kann. Okay, ob man jetzt wissen muss, was ein Affe ist, ja, ist die Frage, aber... Ja, die Spielanleitung ist auch gut, da gibt es vielleicht kleine, ja, ganz, ganz kleine Mängel, zum Beispiel die Aktion Tauschen ist nicht genau beschrieben, ob man auch leeres Gehege gegen volles Gehege tauschen kann, aber ja, im Endeffekt geht das jetzt nicht, aber ja, das ist einfach nicht explizit erwähnt und das ist dann, ja, wo man halt so sich wünschen würde, das ist noch ein bisschen ausführlicher. Aber ansonsten ist dann alles gedacht, die verschiedenen Möglichkeiten, die Spielphasen sind dann abgearbeitet. Auch diese Zwei-Spieler-Version, die da mit dabei ist, die funktioniert gut. Da muss man halt, ja, oder bei weniger Spielen muss man halt Plättchen raustun, also Tierarten rausnehmen, damit man nicht so eine Riesenfülle an Tierarten hat und dann die alle gar nicht mehr unterbringen kann. Aber im Endeffekt sehe ich jetzt bei der Zwei-Spieler-Version auch nicht das Problem, dann, eine Tierart mehr drin zu lassen. Das geht auch, haben wir auch probiert und funktioniert ganz genauso gut. Man muss halt ein bisschen besser aufpassen, welche Tierarten nehme ich jetzt und muss halt da ein bisschen mehr schauen. Aber im Grunde genommen ist das, finde ich, fast relativ egal, ja, wie viele Tierarten da jetzt rauskommen mit der Zwei-Spieler-Variante. Diese übrigens auch gut durch dieses ja, Umdecken der Plättchen, dass halt wirklich ein Wagen nur ein Feld hat, der zweite hat zwei, der dritte hat drei. Dadurch kommt auch beim Zwei-Spieler viel mehr Spannung auf, denn da kann man auch, finde ich, etwas taktischer sogar noch legen wie beim Mehrspielerspiel. Und das ist auch ganz interessanter, ja, Mechanismus, der da dann drin steckt beim Zweispieler. Und von daher funktioniert es auch ganz gut. Ja, schlussendlich ist es
halt echt ein Familienspiel, das gerade auch mit Kindern Spaß macht, für, ja, mit wenig Spielern Spaß macht, für Spieleinsteiger. Also wirklich, ich finde trotzdem gelungenes Spiel des Jahres, weil im Endeffekt ja, soll es ja den Spielern oder den Menschen das Spiel näher bringen. Und ich glaube, das schafft es ganz gut. Man hat eine geringe Einstiegshürde und dann kann es schon losgehen. Während dem Spiel lernt man es halt und nach der zweiten Partie hat man es, denke ich, dann auch meistens schon verstanden. Also wenn man nicht total auf den Kopf gefallen ist. Und von daher finde ich das ja, als Familienspiel echt gut. Nichts für Hardcore-Strategen oder Spieler, es ist halt eher ein taktisches Spiel. Klar, man muss auch ein bisschen an die Zukunft denken, aber das ist dann auch immer recht glücksabhängig, ob es dann klappt oder nicht. Aber man kann immer viel machen, man muss halt immer die Pläne der Mitspieler im Auge behalten, seinen eigenen ein bisschen im Kopf haben und dann vielleicht mal weniger Risiko gehen und, oder mehr. Also das ist, ja, finde ich einfach schön, man muss die anderen auch ein bisschen einschätzen können, was machen die jetzt. Und von daher ein gelungenes Familienspiel, jetzt nicht der Oberknüller für Vielspieler, aber durchaus wirklich zu empfehlen.